Wir könnten Items kaufen. Weil wenn ich das jetzt... Wir haben ja so viel Geld. Wobei wir brauchen das wahrscheinlich alles nicht. Nee. Super Ball. Dopsender Angriff. Ja, komm, weißt du was? Da kaufen wir mal. Kaufen wir mal 10. Wir haben so viel Geld. Oh, das hat jetzt ein bisschen viel. Egal. Aber Moment, wie viel? Nee, die Charakter da unten, die haben wir ja nicht alle. Oder? Oder doch? Oder ich muss mal in den Tauschdingens gehen. Ich muss für Kefka Wache halten. Aber ich habe die Nerven verloren. Hast du am Rad gedreht dann? Geht über die Schlangengrube nach Norden und ihr erreicht Nikea. Von dort fahren noch Schiffe. Okay, da waren wir in Nikea. Aber in der Schlangengrube... Moment. Schlangengrube? Nee, da war ja noch dieser Turm. Den müssen wir auch noch ansehen. Gibt es ja sonst noch irgendwas Tolles? Da kann ich gar nichts machen. Ich gucke trotzdem nochmal. Rüstungen, ja komm. Interessiert keinen. Brauche gar... Ach, da war ja die Geschichte mit dem Haus, das eingestürzt ist, ne? Ich erinnere mich. Viele Gegner greifen heutzutage mit Zombie und Steinen. Ach ja. Da ist der Typ, der... Irgendwelche saftigen Gerüchte? Weiß ich nicht. Hast du welche für mich? Ich würde dir sogar was zahlen dafür. Das glaube ich dir nicht. Naja, das zusammengebrochene Haus. Im Osten ist die Schlangengrube. Noch weiter östlich findet es das Dorf Moblitz. Ja, bla 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 bla. Aber warum Schlangengrube? Achso, weil die vorher unterirdisch war, oder wie? Oder was? Also hier im Osten soll die Schlangengrube sein. Und da soll es einen Turm irgendwo geben. Hier? Nee. Ist alles nur zerpflügte Welt. Ach, ich sehe gerade ganz rechts unten. Das ist ja auch noch so ein Inselchen. Da waren wir auch noch nicht, ne? Aber ich kann mich erinnern, hier irgendwo war so ein Turm. Ja, da genau, da will ich natürlich schon noch mal reingucken. Ja, vielleicht ist das sogar der besagte Turm, von dem hier gesprochen wird. Was, warum bin ich... Warum bin ich jetzt nur zu dritt? Moment. Nee, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich eher nicht, das ist eher ungewünscht. Ja, da müssen wir kurz zusammentauschen. Ach, guck mal. Kupo, Kupo. Ja, bitte. Ja, komm jetzt. Kupo, Kupo. Yep, Gruppe neu erstellen. Danke. Und zwar, wir bleiben bei Celes. Ja. Wir hatten noch Zyan Level 42, 33. Mock wäre auch stark, aber den will ich ehrlich gesagt nicht nehmen. Ich bleibe hier bei denen, hätte ich gesagt, weil die gefallen mir prinzipiell ganz gut. Wobei der Moment Sabin kommt hier hin. Ja, merkt ihr, mir fehlen noch richtig viel Charakter. 1, 2, also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mir fehlen noch 8 Charakter, die ich noch finden muss, oder? Ja. Toll. So, jetzt abheben. Beziehungsweise gleich landen hier. Natürlich fehlen mir noch einige, die vom früher noch kannte. Also Lok zum Beispiel geht mir ab. Ach ey. Was ist denn hier los? Moment, dich kenne ich doch. Das ist ja Opi. Guck mal. Bleib hier. Das ist doch der... Hallo? Das ist doch unser Freund. Ich kann mit dem nichts reden übrigens. Mit denen zu reden nützt nicht. Sie haben sich Kefka verschrieben. Sie können nur noch traurig an ihn denken. Für 100.000 Goldstücke erzähle ich euch von einem geheimen Schatz. Ja, komm, ist egal, wir haben genug. Boah, okay, das ist der Knüller. Unter der Figaro-Wüste liegt ein uraltes Schloss vergraben, voll mit Schätzen. Übrigens, der alte Mann, der im Waffenladen in Nasche lebt, sucht nach euch. Waffenladen in Nasche, da waren wir eh schon. Die Mitglieder des Kefka-Kultes leben in diesem Turm. Das ist, ja. Ich geh einfach mal auf. Schatz. Na toll. Also das Geld war jetzt nicht gut investiert, aber... Ja komm, ist egal. Ich glaube, ich brauche kein Geld mehr. Oder brauche ich noch Geld? Ich habe keine Ahnung. Oh, Zwischenkämpfe, super. Level 10 Magie und Level 20 Magie. Oh je. Quattro? Oh mein Gott, der macht... Was? Warum ist Celes nicht mehr aus... Was ist denn da... Hä? Was ist denn da los? Warum... Also das ist jetzt ein bisschen komisch. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn mit Celes los? Warum haben die jetzt keine Waffen mehr? Hä? Haben die irgendwas? Sind die... Nee, die haben gar nichts. Warum habe ich keine Waffen mehr? Habe ich die
aus weggerüstet? Nee, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Komm, Midgard. Das ist jetzt irgendwie... Das ist komisch. Warum habe ich hier keine Waffen mehr? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Super. Hm. Oh, toll, der hat... Das ist ja toll. Der hat Dingens. Nicht stopp. Irgendwie... Sollte ich vielleicht... Alter, was jetzt... Achso, jetzt stimmt, bei ihm habe ich Alexandra oder Alexander oder nee, was ist das? Das ist eben, keine Ahnung, was ist für ein GF, ein Esper war. Nein, nicht Wirren! Na toll, auf Zion Wirren. Warum habe ich jetzt, das verstehe ich nicht, warum habe ich hier jetzt keine Waffen? Gut, eine ist zumindest mal kaputt. Ich muss Edgar wieder entstoppen. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ach, jetzt kann Zion auf einmal mit Waffen angreifen. Das ist ja interessant. Moment, ich wollte eigentlich heilen machen. Hier, heilen. Achso, jetzt ist er eh wieder. Ja, komm, dann entwirren wir ihn auch. Ja, war das. Ja, okay. Also Blitz war nicht gut. Dann machen wir... Bitte, was? Nee, das war jetzt... Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Der hatte einfach so alle getötet, oder wie, oder was, oder wo? Das kannst du doch nicht bringen, du komischer Level 20 Magier. Pause. Ernsthaft. So, dann nehmen wir den nochmal heilen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier ein bisschen unerwünscht. Kann das sein? Ach komm, hör auf mit dem Scheiß, oder? Jetzt tötet... Ach, jetzt reicht's mir. Quell 2. Ja, der macht sowieso nur Demi. Jetzt schauen wir mal, was wir... Also Blitz war nicht so gut, weil der ist gelb, man merkt's. Also ich würde sagen, wir nehmen hier eher so dann... Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal Feuer. Schauen wir mal, was das so bringt. Nix. Oh, toll, ernsthaft. Hm. Ich bin echt ein bisschen verwirrt gerade. Ich müsste selbst auf mich selber Reflekt zaubern. Ernsthaft. Besiegt. Na toll. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Oder so. Ich gehe da nochmal rein. Das Gute ist jetzt, wir müssen uns den Tipp nicht nochmal holen. Haben wir keine Waffen? Doch, wir haben alle Waffen. Warum können wir hier keine Waffen verwenden? So, ja, bla bla bla. Die Mitglieder des Kefka-Kultes leben in diesem Turm. Das ist schön. Warum kann ich trotzdem keine Angriffe machen? Das verstehe ich nicht ganz. Ist das die Aura des Turmes, die mir das verbietet? Also der hat Reflekt offensichtlich. Das bedeutet, komm, ich zaubere jetzt. Habe ich auch... Ich müsste eigentlich auch irgendwo scannen. Raspel, langsam, stumm, Arschschutz, Viren, Schlaf... Schweb, Imp-M-Schutz, Osmose, Bannen. Ich habe keinen Reflekt. Okay, gut, dann haben wir ein Problem. Aber weißt du was, ich mache zuerst den da hinten kaputt. Das ist ja sowieso... Nice, Gift. Warum habe ich keinen Reflekt? Hier, Reflekt. Kann ich das auf alle? Nee, das geht natürlich nicht auf alle. Machen wir es auf Celeste. Edgar macht hier mal Quell 2. Wobei, das ist jetzt doof. Jetzt kann ich natürlich auf Celeste... Ja, komm, jetzt zaubert Edgar auf... Jetzt machen wir hier Blitz 2 auf... Das müsste ja jetzt eigentlich den Gegner treffen, oder? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Jetzt schauen wir mal. Tada! Tschung! Sehr gut, okay. Ja, so funktioniert das. Arschschutz kannst du ruhig machen. Achso, was war das jetzt? Der hat den Arschschutz gegeben. Irgendwie ist der verwirrt, glaube ich, gerade. So, nochmal. Blitz drauf.
denn jetzt, Raspel? Hör auf mit dem Scheiß. So. Nochmal Blitz 2. Zeit ist tot. Gut. So läuft das. Haha. 5 Magiepunkte. Wow. Mich stört es trotzdem, dass ich hier auf einmal keinen Angriff mehr machen kann. Warum? Was? Level 4? Na toll. So. Schauen wir mal, ob wir den kaputt hauen können. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn wir jetzt... Komm, wir machen mal... Wir arbeiten jetzt mal mit Esper. Was haben wir hier? Esper. Okay, Alexander, machst du mal. Toll, Strafe. Midgard, machst du mal. Und Celeste kann hier heilen kurz. Oh, der war gut. Toll. Schön, dass die A-Schutz machen. Das ist ja eigentlich... A-Schutz ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Jetzt hauen die ihm alles drauf. Super. Hornen. Na toll. Raspel. Das Geile ist, die dürfen 100 Mal jetzt irgendwie... Vermute mal, ich könnte sogar davonlaufen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Erdenaura. So, haben wir hier noch den Ifrit? Können wir noch machen? Gut, das ist natürlich jetzt nicht gut gegangen, klarerweise. Aber ich könnte eigentlich... Nee, die haben ja automatische... Ich meine, ich könnte X-Zone verwenden. Wir probieren es einfach mal. Also wenn das jetzt auch auf Reflekt geht, dann bin ich böse. Nein, das macht er. Das ist so eine Frechheit. Das ist so eine Frechheit, dass das eigentlich, dass das so gut funktioniert. Hm. Oh, danke. Die beiden sind kaputt und der wird ja wohl das jetzt auch nicht lange überleben, oder? Ich funktioniert zu haben, war klar. So. Und wir wiederbeleben die mal wieder. Ja toll, das hat gut funktioniert, das Wiederbeleben. Ach Gott. Ach Gottchen. Nein! Na toll. Super. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier noch nicht sein. Kann das sein, dass wir hier noch nicht sein sollten? Oder wir machen einfach irgendwas falsch. Und wir könnten uns alle Reflekt zaubern. Warum? Ich verstehe nicht, warum, dass wir hier eigentlich... Komm, ich fahre jetzt noch mal ein bisschen herum. Ich verstehe nicht, warum, dass wir hier keine Angriffe machen können. So, hatten wir hier noch etwas? Nein, hier war ja auch nichts. Wir haben ja sonst alles schon gesehen. Hier die Burg haben wir alles durch. Waren wir da schon? Was war da nochmal? Da sind wir ja ursprünglich gestrandet, oder? Moment. Jetzt gehen wir hier mal kurz runter. Was ist das für ein Dorf? Yitur. Ja, da waren wir aber schon. Die westlichste aller Welten. War wahrscheinlich vorher die östlichste oder so irgendwie. Gut, wobei die westlichste aller Welten ist natürlich immer von der Weltanschauung abhängig. Weil die Erde ist ja trotzdem rund. Irgendwie. Ach, da ist die Oper. Na ja, stimmt, da waren wir am Anfang. Ich kann mich erinnern. Sind wir doch irgendwo hier im Land gekrochen. Dann waren wir hier wahrscheinlich auch schon in diesem Dorf, oder? Was haben wir da? Maranda, stimmt, da waren ja die. Da war ja der irgendwie, der alles weiß. So. Über das Welt, über gar nichts, danke. Nee, weil da waren wir eh auch schon überall. Hm, das ist eine gute Frage, wo es weitergeht. Was wir machen müssen.
Vielleicht sollte ich mich einfach auch ein bisschen schlau machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll wäre, ja, wahrscheinlich schon. So. Oh, guck mal, das Inselchen. Wer kann sich erinnern, damals, als wir irgendwie abgehauen sind von dort und dann gestrandet sind. So, was ist hier Schönes? Da ist auch ein kleines Dorf. Am Rande des Nirgendwos. Aber wenn wir da waren, wir hoffentlich noch nicht, oder? Oh. Düsterhaus, da werden wir gleich von Düsterhaus begrüßt. Das ist schön. Ich hoffe, ich kann jetzt noch... Ja, ich kann endlich wieder angreifen. Gott sei Dank. Dachte mir schon, das ist jetzt alles kaputt und das geht nie wieder, das Angreifen. Das wäre es jetzt gewesen. Oh, der Angriffsbefehl ist wie immer kaputt, weil du einfach das Game resettet hast. Da, 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 da. Wir speichern natürlich ab. So. Tamasa. Waren wir da schon mal? Wer fehlt uns jetzt eigentlich noch? Uns fehlt Locke noch. Und der Opi fehlt uns noch. Und die Kleine fehlt uns. Oder haben wir die Kleine schon? Locke fehlt uns noch, der Opi fehlt uns noch und die Kleine, die haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, die Kleine haben wir schon. Opi, wissen wir, wo der ist? Ah, wo ist Locke? Hier, glaube ich, waren wir schon, oder? Waren wir hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Relikte, schauen wir, was gibt's da Schönes? Brauchen wir nicht. Haben wir alles zumindest einmal, also kaufen wir jetzt Sachen. Dann nix, brauchen wir nicht. Nicht Geld einfach so rausschmeißen. Was ist denn das? Ich habe ein Monster am Himmel fliegen sehen. Das sah genau wie ein Fisch aus. Ja, hier waren wir schon mal. Irgendwo kann man mehr spielen. Juhu. Verschlossen. Ich war hier schon mal, aber... Stimmt, das ist das Dorf, wo die Kleine... Klar, wo die Kleine, aber... Ah, die Kleine, die haben wir noch nicht. Wie geht's? Ich bin noch etwas groggy, aber mir geht's gut. Nicht wahr, Fangjäger? Ja, und ich will dich mitnehmen, Kleine. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich habe die Kleine also noch nicht. Eieiei. Wahrscheinlich geht die erst dann mit, falls wir sie überhaupt brauchen. Aber wir brauchen Charakter. Die geht wahrscheinlich echt erst dann mit, wenn wir OP haben. Und der ist ja leider noch hier in Kefkas Turm und ist irgendwie komisch. Aber wo könnte Locke geblieben sein? Zum ersten Mal seit 50 Jahren ist der Alboshi-Felsen über Wasser. Geht nach Norden, um ihn zu sehen. Will ich das? Ich weiß es nicht. Haus des Ältesten. Erst vor einem Jahr hat sich die Welt verändert, aber es scheint für immer zu sein. Ja, ist für immer. Sollen wir zum Alboshi-Felsen? Im vergangenen Jahr bin ich herumgereist. Wollt ihr eine meiner Geschichten hören? Ja, komm, erzähl mal. Nördlich des Welt liegt eine kleine dreieckige Insel. Ah, Geschichten. Ja, da waren wir schon mal drauf. Dort wohnt ein Monster, das einen ganzen Ozean verschlingen könnte. Was würde passieren, wenn es euch in sich hineinsaugt? Das weiß ich nicht. Da sollten wir vielleicht mal hingucken. Ich weiß eh nicht, was ich sonst machen soll. Wir wollen Locke wieder haben. Wo ist Locke? Wo ist mein Freund Locke? Gut, also hier offensichtlich brauchen wir nicht großartig weitergehen. Aber zum Eboshi-Felsen sollten wir kurz schauen. Hätte ich das jetzt richtig verstanden? So, also Luftschiff, auf zum Eboshi-Felsen. Hui. So, können wir hier jetzt auch was machen am Eboshi-Felsen? Außer natürlich gleich ein schöner Kampf gegen Harpie. Ja, sieht aus wie ein Pokémon. Autsch, tut mir weh, das böse Harpie. So. Toll, also der Eboshi-Felsen ist einfach nur Eboshi-mäßig da. Aber mir auch schon nicht. Okay. Na dann. Schön, dass der Eboshi-Felsen sichtbar ist, aber es bringt uns halt nicht viel. Moment, wir dürfen nicht so schnell sein. Wahrscheinlich ist überall auf den kleinen Inseln sind tolle Sachen versteckt, aber naja. Wir müssen hier nach einem Monster suchen, das ganze Ozeane verschlingen kann.
und uns dann einsaugen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das vielleicht eh schon hier?